Zum Beispiel so hier. Ich kann das. Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Vlog mit Cheyenne. Hi. Wir machen heute einen Halloween-Vlog, also... Ja. Wir wollen eine Pancake-Art-Challenge machen, weil wir haben so Pancake-Platten bestellt, wo man so Crepe drauf machen kann. Ja. Und ja, mal sehen, wir wollten dann auch noch so Halloween-Narben malen, aber ich schaue eben zu überredet. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, wo gehen wir hin? Zu so einem Laden, wo es alles gibt, so ein Krimskrams-Laden. Nee, wo ist mein Handy? Da ist mein Handy. Wie viel Prozent hat das? Ja, 20 Meter. Ups. Hast du die Tasche? Nee. Wir gehen jetzt zu so einem Krimskramsladen und schauen, ob es noch Halloween-Deko gibt, weil ich will so coole Halloween-Sachen haben und vielleicht finden wir noch so Halloween-Schminke. Okay, ich erkläre dir das jetzt. Du musst hier drauf drücken und dann musst du einfach losfahren. Achso, okay. Auf 1? Ja, auf 1. Lieber nicht auf 5? Nein, nicht auf 5. Es gibt gar kein 5. Das sieht irgendwie komisch aus, als wäre so eine Vampirkuh. Lass uns das hier kaufen, das ist voll süß. Das ist echt voll süß. Oder du kaufst einfach das. Hier gibt's auch so... Hola, guapo, komm, was ist das? Und hier gibt's, was ist das? Das ist eine richtig gruselig, die leuchtet auch noch. Das ist ein kleines Kind immer. Ich bin dafür, dass wir diese Brille hier holen. Okay, die sind nice. Ja, die sind cool. Die Hände auch oder das hier? Ja, kauf die Hände auch. Was gibt's noch? Ich will die Kürbisse. Okay, ich bin Teufel. Okay, Cheyenne ist Teufel, ich bin Kürbis. Oh mein Gott. Oh, kauf die. Soll ich die mitnehmen? Guck mal. Ohne Spaß, jetzt kurz Wasser. Sind die gut? Cheyenne, wir werden gleich hier rausgeschmissen. Ja, ich will ja gleich wieder rein. Ja, sieht das, das aus. Das sieht cool aus. Nein, jetzt schwör mal kurz. Ja, ja, wirklich. Pinky Promise. Hast du kurz ein Bild von mir? Ja. Hey doch, das diesen das diesen diesen lass die mal an den ganzen Tag. Dreh dich mal kurz um, ich will wissen, wie das von hinten aussieht. Hey doch, die sind schön, die sind so groß. Ich würde die auch kaufen, weil so nur kleinere kaufen, so kann ich nicht. Doch, also Leute, Mavi, wer ist alles dafür? Ich weiß, dass ihr alle dafür seid. Ja, ich soll die anziehen auf dem Fahrrad, damit wir die irgendwie nach Hause bekommen. Hola. Hola. Wir sind zu Hause und wir haben unsere Sachen angezogen. Scheiße, Teufel. Ja. Ich bin Kürbis. Und wir haben gerade so Post-its geholt, weil wir haben auf Instagram gefragt, so Pancake-Art-Frage-Sticker, was man so machen könnte für so Motive. Grabstein. Oh mein Gott, das ist gut. Okay, warte, ja, ich muss mal meine Kamera aufstellen, warte. Oh, Skelett. Kerze mit Blut. Macht das noch? Wir machen das alles hier so eine Schüssel rein und dann müssen wir das ziehen und dann kommt so, keine Ahnung, Kürbis. Und dann müssen wir den Kürbis malen. Und wer ist besser, was man sieht nicht. Ja, so. Euch gegenseitig? Lass uns einfach ein bisschen machen. Ich mach dich. Also Leute, wir haben jetzt alles aufgebaut. Wir haben jetzt hier unsere Flaschen, unsere Lebensmittel, unseren Teig drin. Und wir haben uns jetzt hier unsere Schüssel gemacht von den ganzen Begriffen drauf. Und ich sage, Cheyenne zieht jetzt. Ach so, was? Cheyenne first. Fledermaus. Ach, guck mal. Guck mal. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Schmetterling. Das sieht aus wie ein Schmetterling, Cheyenne. Nein. Also meins sieht aus wie so eine Seerose. Ich hab das immer so gut bekommen. Schon kann ich es mir jetzt nicht mehr. Ja, ich kann das. Ich glaube, das ist immer der. Mist, ich hätte zuerst die Augen malen müssen. Oh, ich auch. Scheiße. Mann, das sieht gar nicht aus wie eine Fledermaus. Das sieht einfach nur kacke aus. Okay, ihr habt abgestimmt, Leute. Cheyenne hat gewonnen. Yay. Geil. Scheiße, da läuft alles raus. Ah! Was ist das? Okay, ich mache drauf damit. Kennt ihr diese TikTok-Videos, wo die so... ich mache es damit, soll ich auch einen blauen machen? Ah! Ja, dann mache ich jetzt mal. Was ist passiert? Die Farbe läuft da raus. Meins ist so perfekt geworden. Das nein, meins ist viel hübscher. Guck mal, deins hat nicht mal Arme, okay. Wer hat gewonnen? Deiner sind erst auf unserem Snapchat, ja. Leute, mein oberes sah dafür besser aus. Ich glaube, es hackt. Katze mit Kürbis? Nein, wir machen was anderes. Das wird der Stängel. Dann kommt jetzt mein Kürbis. Hä? Das soll kein Kürbis mit Katzengesicht werden. Ich mach das aber. Hä, meinst du, das ist viel cooler dann als dein? Ha!
Scheiße. Bin ich gut. Hä, das soll doch kein Kürbis mit Katzengesicht werden, sondern ein Kürbis mit Katzengesicht. Was ist denn ein Eine Katze mit Kürbisgesicht. Was ist denn eine Katze mit Kürbisgesicht? Ich bin so gut, guck mal, wie krieg ich das kann. Ich bin doch gar nicht fertig, meine Katze muss noch. Nein, ich war meine Katze geflohen. Okay, ich gebe es zu. Ich habe verkackt. Das Chaos, was wir veranstaltet haben, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt seht ihr noch die restlichen Pancake-Kunstwerke. Oh yay, eine Runde habe ich sogar gewonnen. Komm, Cheyenne, gib zu, du hast das Monster vorher gegoogelt. Also echt, Leute, mein Hexenhut war doch so schön. Hola! Hola! Cheyenne macht einen Snap. Wir machen jetzt nach, weil ich mache euch jetzt einen Haul. Wir haben nämlich richtig coole Sachen. Leute, wie findet ihr dieses Bild von 10. Also einmal haben wir ja diese Sticker gekauft. Die hier, wo Help draufsteht. Und das will ich in mein Fenster machen, weil das ist irgendwie cool. Dann haben wir Latex. Das mache ich der Cheyenne gleich ins Gesicht. Weil da kann man so viele Narben mitmachen. Und dann habe ich das hier. Das sind so Narben, die kann man so aufkleben. Beispiel so hier. Go back to her. Haben wir Süßigkeiten. KitKat, Halloween-Edition. Das hier weiß ich nicht, was das ist. Was denn? Ah, das ist so Farbe. Das ist keine Farbe. Du kannst kein Spanisch. Ach so. Und du schon? Doch, keine Farbe. Das ist so... Doch, das ist wohl Farbe. Dann haben wir einen Becher. Der Becher ist so cool, finde ich. Ja. Das ist keine Farbe. Das ist so... Irgend so ein Zeug ist das, ne? Ja, ist richtig eklig. Und... Maquillage Cera Color. Oh, darf ich da mal reinstechen? Wo rein? Das ist Haut. Okay, wir probieren das jetzt aus. Nein, ich will das Latex irgendwie ausprobieren. Ja, ich jetzt diese Brille. Aber Nick hat, also mein Bruder, hat mir früher immer so Narben gemacht an Halloween. Ja, wirklich. Ja, aber so ganz professional. Das ist so giftig, dass es nicht aufgeht. Darf ich dir das mal lieber machen? Ich bin nämlich Make-up-Artist. Bitte, ich mache das bei dir, okay? Das sieht schon richtig echt aus. Dann mache ich immer alles bei dir. Nein, ich mache das. Du machst das nicht bei mir. Hä, dann machst du das. Katharina, ich mache das bei dir. Du kannst auch meine Hand machen, okay? Okay. Sieht halt einfach aus, als hätte jemand ins Gesicht gekackt. Okay. Ich mache so eine Narbe, die innen drin so ein Riss hat. So berührt dich nicht mal. Nina, das sieht mir ekelhaft an. Stop it. Oh mein Gott, Leute, was macht sie mit mir? Sie will mich. Das geht nicht ab, ne? Was? Ich muss kein Handy an. Du musst aber ein Stück ins Bild. So, das ist meine Freundin Cheyenne. Ja, ja, ich bin geil eigentlich. Zitter doch nicht. Ich zitter doch nicht. Doch, meine Hand zittert immer. Einfach aus, als hätte ich so gegessen, so Nudeln. Und dann wäre ich hier so ein Nudel und dann ist da so Tomaten. Nudel? Nudel. Ich kann das. No, no. Okay, warte, ich mach da jetzt ein bisschen Schwarz rein. Sieht das noch echter aus, meine Wunde. Oh, das ist voller Foundation. Mavi got wild. Free Mavi. Das sieht aus wie, ja. Also ich fange an als Maskenbildnerin bei so einem Horrorfilm. Sorry, oh, aber guck mal. Das sieht echt aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gesicht. Das ist richtig fake. Genauso wie das ist. Das denn? Das muss ja noch verblendet werden. Warte doch jetzt. Jetzt kommt die Professional. Ich wurde von meinem Bruder lange Jahre ausgebildet, ja, wie man das hier macht, okay? Ach, sieht auch irgendwie ein bisschen rotzig gerade. Das sieht aber schon so auf der Kamera so echt aus. Papa! Ich hatte früher solche Sticker an Weihnachten. Vor allem, der schreibt mit seinem eigenen Blut Help ans Fenster. Taste also, ich habe eine Mumie. Und? Von 1 bis 10? Schokolade mit so Crunchies drin. 9. Der Finger hat leider einen kleinen Unfall erlitten. Oh mein Gott. Das ist ja so witzig. Ist das schon die Herzantrück entstanden? Okay. Okay, das ist meine Halloween-Deko. Nice. So, ich bin jetzt schon im Schlafi. Schein ist mittlerweile zu Hause. Es hat mir Spaß gemacht heute mit der Pancake Art Challenge und dann noch mit dem Narben machen. Ich muss jetzt hier mal aufräumen, weil
steht noch überall das Latex rum und so. Übrigens, das Kunstblut nicht ganz abbekommen. Also auf meiner Hand ist es immer noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich gerade noch was in meinem Bullet Journal gemalt. Das ist ein bisschen gemütlich gemacht. Also ich habe schon mal was vorgezeichnet. Den Bleistift sieht man jetzt nicht so gut, aber ich habe schon angefangen. Das ist so ein Hexenkessel. Und hier sind halt so diese Fläschchen, da steht so drauf. Also hier Grumpy, Tired, dann steht Joy, Sporty. Und da kann man halt hier immer diese Bubbles mit der Farbe auswählen. Zum Beispiel mache ich das jetzt lila an und wenn ich jetzt Sporty war, kann ich es lila ausmalen. Aber was ich auch noch machen wollte, war, ich wollte dieses Glas hier, das hier, dieses Totenkopf-Ding, mit diesen KitKats befüllen, die ich gekauft habe, weil ich finde, das sah irgendwie cool aus. Cheyenne hat sie ja schon probiert. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, das sieht man leider nicht so gut von außen. Tada! Halloween-Chaos ist beseitigt. Vielleicht kann Cheyenne das noch für ihre Halloween-Party verwenden. Ich mache gerade mal hier die Lichter an und meine LED-Lights, weil ich finde, das Deckenlicht ruiniert immer so den Vibe. Das ist jetzt zwar grün, aber ich kann die vielleicht gleich noch auf rot umstellen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch was hier weitermalen. Ich kann dich ja vielleicht mal meiner Insta-Story oder so bald zeigen, wie es geworden ist. Das wird cool. Dann kann ich jeden Tag so in mein Moodboard eintragen, wie ich mich heute gefühlt habe. Und ja, ich werde immer besser am Bullet Journal. Also Bullet Journal, ihr sagt mir alles, das heißt nicht Bullet Journal, sondern Bullet Journal. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video, beim Anschauen, beim Chaos in der Küche. Also wirklich, es war echt ein Hack, das alles wieder wegzuräumen. Mir ist auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Cheyenne auch. Ich glaube schon. Und ja, wir haben noch ein cooles Halloween-TikTok gepostet. Beziehungsweise so ein TikTok, habe ich nochmal einen Halloween-Namen. Könnt ihr gerne mal anschauen, wenn ihr wollt. Und ja, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und da einfach auf dieses rote Ding drücken. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ja, ich habe euch lieb, Leute. Danke fürs Anschauen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.